Gute Ideen kann man nicht erzwingen. Gute Ideen werden geboren und müssen sich entwickeln. Die Entwicklung komplexer Geräte verlangt die frühestmögliche Einbindung unabhängiger Wissenschaftler und eine hauseigene Fertigung in höchster Qualität. Oculus ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Augenheilkunde, was sie heute zum geschätzten Partner für Augenärzte, Augenoptiker und Arbeitsmediziner macht. Ein Familienbetrieb seit 1895. Und der Matthias Kirchhübel ist mein heutiger Hidden Champion und er sitzt direkt neben mir. Hi. Hi. Wir haben in unserer Community gefragt, welche Fragen sie dir stellen möchten. Und der Rüdiger fragt, wie wichtig ist die Tradition? Ja, also dadurch, dass wir seit über 125 Jahren schon tätig sind, ist uns Tradition massiv wichtig. Wenn man bei uns durch die Fertigung geht, sieht man von Hightech bis zur Manufaktur alles. Also gerade unsere Messbrille, die ist seit über 100 Jahren auf dem Markt. Die eine nach wie vor aktuelle Messbrille, die wird seit 1980er Jahren hergestellt mit 166 Teilen, 60 Minuten Bearbeitungszeit, alles in Manufaktur. Also das geht nur mit Tradition an der Stelle auch und mit viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Von daher ist uns das sehr wichtig. Der Aaron fragt, was war der beste Rat, den du je bekommen hast? Hey, das ist meine Frage, wollte ich später fragen. Okay, naja, lassen wir den Aaron. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist für mich an der Stelle, es gibt so Zeiten, wo ich einen guten Rat immer ganz gerne entgegennehme. Sei das fast nicht an die Herdplatte, als ich mal kleiner war, bis hin zu hör auf dein Bauchgefühl. Aber fällt mir da schwierig, jetzt so spontan eine Antwort zu finden, wenn ich ehrlich bin. Ja. Muss ich mal drauf rumdenken. Ich komme da später nochmal zu. Ich habe schon eine Frage, die steht zwar jetzt hier nicht mit drauf, aber der Johannes fragt, wie ist es in einem Familienbetrieb mit in der Geschäftsführung zu sitzen, neben dem Vater und dem Bruder? Spannend. Insgesamt muss ich sagen, dadurch, dass wir alle unterschiedliche Charaktere sind, funktioniert das sehr, sehr gut. Meine Eltern haben an der Stelle was richtig gemacht. Sie haben uns früh integriert, haben uns früh gezeigt, auf was es ankommt und waren da auch bereit, sowohl bei meinem Bruder als auch bei mir eine lange Leine an der Stelle zu lassen und zu sagen, okay, probiert euch da mal aus. Wir dürfen Fehler machen und wir durften uns da integrieren, wie wir wollten. Also keiner war in irgendeiner Form und Weise gezwungen. Also das war immer freiwillig und für mich war es auch während meiner gesamten Ausbildungszeit immer eine Riesenchance, das gleich in der Praxis sehen zu können. Und das ist von daher fantastisch. Aber auch da gehört es klar dazu, sich dahin zu arbeiten, wo wir heute stehen und dann auch für sich selber die Erfahrung zu sammeln, die es dann braucht, um in der Geschäftsführung tätig zu sein. Und hast du einen Mentor gehabt in dieser Zeit? Das fragt der Dirk. Ich hatte über mein Leben hinweg immer verschiedene Mentoren. Ich hatte in meiner Schulzeit irgendwo auch den einen oder anderen Lehrer, der für mich ein Mentor war. Genauso aber auch in der Geschäftswelt, wo ich klar sagen muss, mein Vater ist ein Mentor für mich, der dann auch fordert und fördert und einem auch wichtige Ratschläge gibt an der Stelle. Und aber auch genauso meine Mutter. Das sind in unterschiedlichsten Bereichen die Leute, die einem da viel auf dem Weg mitgeben. Und auch da ist es wieder Tradition. Das ist, wenn man über 40 Jahre in der Geschäftsleitung und Führung war, das kriege ich ja nicht innerhalb von 10 Jahren irgendwo auf die gleiche Kette. Ich brauche da genauso meine Zeiten, von daher. Das ist noch nicht in den Zellen drin. Ja, nee, DNA muss sich entwickeln. Ja. Aber lustigerweise tatsächlich darf ich meine Eltern hierbei benennen. Das finde ich an der Stelle sogar schön. Das heißt, deine Mutter ist auch hier im Betrieb? Richtig. Meine Mutter ist die Leiterin vom Marketing und die unheimlich viele Kampagnen unter anderem auch mit mir. mit einem Johannes schon gemacht hat. Eine der schönsten Kampagnen, da darf ich ohne jetzt deine Form und Weise Lorbeeren zu verteilen. Nee, es war tatsächlich, wir haben unsere 125-Jahr-Kampagne mit dir gemacht, die unheimlich gut ankam. Und die Ideen dahinter, wie auch mal eine Bildmarke, eine Wortmarke, weltweit etabliert, das war unfassbar viel. Meine Mutter zusammen mit meinem Vater, das hat als Team so funktioniert und darauf stehen wir heute, wo wir stehen. Ja. Die meisten kennen die Messbrille am Ende wirklich von ihrem Optiker, den man auf die Nase gesetzt bekommt, dann ja, besser, schlechter und wir haben da halt wirklich eine Variante, die über 100 Jahre alt ist und wir haben eine Variante, die halt ja ziemlich nagelneu ist. Ja. Und diese Erfahrung, die wir da in dem Bereich haben, die haben nicht viele. Also das ist auch lustigerweise am Ende der Kopierschutz Nummer 1. Weil 20 Jahre Montageerfahrung in einem Produkt, die kriege ich nicht so schnell kopiert. Kopiert, richtig. Also das ist
ganz viel, die Monteure sitzen da und schrauben da ganz, ganz fein dran rum und dann wieder nochmal hier nachstellen, da nochmal nachstellen, damit dieses haptische Gefühl, was der Optiker haben möchte, perfekt ist. Und das hast du ja aber auch studiert. Maschinenbau hast du studiert? Ich habe Maschinenbau studiert, im Speziellen Mikrosystemtechnik, also die ganz kleinen Schräubchen und Zahnrädchen und im Speziellen dann Interferometrie, also Messen mit Wellenlänge von Licht. Sehr, sehr spezielles Thema, wobei man auch sagen muss, im Studium, man kratzt da an der Oberfläche. Heute haben wir in Geräten Interferometer verbaut, um die Achslänge des Auges zu messen. Also man kann sehr, sehr präzise damit messen. Das ist das, was man eigentlich damit macht. Und das. Du kommst aber auch somit auch aus dem Know-how-Bereich. Das heißt, du hast jetzt nicht nur einfach BWL studiert und was man so eigentlich erwartet, ne, als Geschäftsführer, sondern du kommst aber aus dem Maschinenbau. Das heißt, Korrekt. Du kennst dich hier thematisch extrem gut aus. Extrem gut ist ein bisschen jetzt da. Ein bisschen. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt an der Stelle, muss ich auch an der Stelle ehrlich zugeben, weil wir haben 150 Produkte, über 22.000 Artikel, die am Ende zusammenfließen und eine Fertigungstiefe von 80%. Das findet sich in dem Bereich unheimlich selten. Und da dann zu sagen, okay, ich bin da wirklich in der Tiefe drin, ich kratze auch an der Oberfläche. Mhm. Aber was ich für mich sagen kann, wenn es Probleme gibt, dann, ich mag das total, dass man dann halt sagen kann, okay, Hands-on-Mentalität, ich schaue mir das Problem wirklich an, zeigt es mir, wo ist das Problem, an welcher Schraube, wo hakt es und dann gucken wir halt, wo wir da was machen können. Das ist eher so, das verstehe ich dann auch relativ schnell. Mhm. Und das ist sowas die Stärke von dem Studium. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich deswegen einen aus der Forschung und Entwicklung ersetzen könnte. Soweit geht's nicht. Wie hast du das Führen gelernt? Gar nicht, ich habe es erfahren. Das sind Bist dein Vater. Das sind so Sachen, Führen, Lernen, schwierig. Also das kriege ich in keinem Studium, in keinem Lehrgang irgendwo großartig beigebracht. Viele schreiben sich das auf die Fahne, dass sie da sagen, ja, Führungslehrgang, das muss ich am Ende tatsächlich wirklich erst durch Erfahrung lernen. Das und da Leben, ist jeder, richtig, so ist es. Und das sind halt Sachen, das macht jeder auf seine Art und Weise anders. Und ich bin da nur mittendrin. Das ist auch in der Form und Weise, aus meinen Fehlern da so zu lernen, dass ich da auch einfach besser werde. Was war denn dein größter Fehler, den du gemacht hast? Ich habe als Kind mal einen Lötkolben gefasst, das war ziemlich doof. Nee, aber insgesamt, der größte Fehler, den ich jetzt, sagen wir mal, in meiner Zeit bei Oculus gemacht habe, war tatsächlich, wenn ich auf mein Bauchgefühl hören möchte oder auch mich selber erfahren möchte, wie ich Führungsqualitäten ausbessere, dass ich mal zu lange zugewartet habe. So, und ich weiß, es muss eine harte und eine auch nicht schöne Entscheidung getroffen werden, dann da mal zu lange zu warten, das war für mich mit der größte Fehler, den ich mal gemacht habe. Aber okay. Also jetzt schneller entscheiden oder schnell machen dann? Ja, wir haben ja wirklich den Vorteil, dass wir eigentlich schnell reagieren können in allen Bereichen. Wir haben sehr, sehr kurze Entscheidungswege. Und wenn die Entscheidung tatsächlich bei mir liegt und da zu lange zuzuwarten, das muss man tatsächlich dann erstmal lernen, dass die Konsequenz, die daraus dann kommt, die trage ich. Und von daher, das war für mich das. Aber ansonsten, ich mag jeden Fehler, den ich am Ende mache, weil ich dadurch auch besser werde. Ist immer so, ja. Oft. Ja. Mache nur nicht nochmal. In der Regel habe ich nicht. Ich habe kein zweites Mal an Lötkolben gefasst. Ja, das glaube ich. Wusstest du von Anfang an, dass du hier weiterarbeiten wirst? Ich hatte aber als Jugendlicher schon auch mal eine Phase, wo ich da nicht ganz sicher war. Aber insgesamt, witzigerweise, ich wollte immer Ingenieur werden, auch wenn ich damals vielleicht noch nicht ganz verstanden habe, was ein Ingenieur macht. Aber ich wusste, mein Vater macht das und der war immer so jemand, der hat einfach auch viel verstanden. Und der hat irgendwie immer eine Antwort gehabt. Und deswegen war es für mich immer erstrebenswert. Habe aber dann zwischendrin nicht damit gerechnet, dass ich es wirklich durchziehe. Mhm. Während meiner Ausbildung und Studienzeiten auch immer die Chance bekommen, hier in Montagen, Service, Werkstatt mitarbeiten zu können und dadurch auch immer viel in der Praxis mit unterwegs. Und da war es für mich dann irgendwann auch klar, dass ich da mithelfen möchte. Und von daher war schon relativ früh klar, dass ich das machen möchte, ja. Also, war denn so der beste Rat, den du je bekommen hast? Wir kommen wieder zu der Frage. Der Mensch sollte sich nicht immer so ernst nehmen. Das ist so ein Rat, der für mich sehr, sehr stark war. Und ein zweiter Rat, den ich immer bekommen hatte, tue recht und du brauchst dich vor nichts zu fürchten. Das ist eine Sache, die für mich so auch als so eine Art Slogan dann immer mit dabei war. Und
mit einem reinen Gewissen. Eben, also das ist sowas, das, was ich tue, das tue ich eigentlich wirklich mit dem besten Wissen und Gewissen, was ich da machen kann. Und auch wenn da ein Fehler dabei ist, zu sagen, hier, mea culpa, das ist überhaupt kein Thema. Also das ist auch so eine Philosophie, die wir in der Firma selber haben. Fehlerkultur muss gelebt werden. Ja. Weil das führt ja auch dazu, dass man auch schnell reagieren kann. Wenn irgendetwas passiert und man es eher verdrängt und nicht darüber gesprochen wird, dann wird es niemals oder so verspätet aufkommen, dann ist es ein richtiges Problem. Eben, also das ist für mich das größte Problem, was ich an der Stelle immer so sehe, ist, ich werde immer dann gerufen oder auch mein Vater oder mein Bruder, wenn das Kind im Brunnen schon so halb ertrunken ist. Und das macht es dann oft schwer, nochmal schnell eine Lösung zu finden, anstatt uns frühzeitig dazu informieren, wenn irgendwo ein Problem ist. Das ist Natur der Sache, verstehe ich an der Stelle irgendwo auch, wünsche mir oder arbeite natürlich daran, dass das anders wird, weil ich mir denke, wir sind mit einer Fehlerkultur eigentlich so offen, es darf jeder mit einem Problem zu uns kommen und ich habe jetzt hier mal vergessen, was zu machen oder zu bestellen oder da kriegt eigentlich bei uns keiner den Kopf runtergerissen, sondern okay, wie kriegen wir den Prozess besser hin? Mhm. Das ist sowas, damit kämpfen wir eigentlich irgendwo jeden Tag. Wenn du über ein Lebensmotto nachdenkst, welches würde zu dir passen? Das Leben hat viel zu bieten, gib dich nicht mit wenig zufrieden. Es ist im Endeffekt einfach, wenn ich was erreichen möchte, dann muss ich was dafür tun. Ich kann nicht passiv sein. Wenn ich irgendwas erreichen will, dann muss ich aktiv sein. Und das ist, wenn ich mich mit wenig zufrieden geben möchte, es gibt Leute, die mögen das, ist okay. Es ist aber einfach nicht mein Ding. Also ich bin dann jemand, wenn ich dann irgendwie längere Zeit vor einem Fernseher sitze, dann kriege ich einen Koller. Ich kann da einfach nicht lange sitzen und untätig sein. In irgendeiner Form und Weise muss ich was tun. Mhm. Und habe für mich selber auch gemerkt, wenn ich das mache, dann geht es auch relativ weit. Mhm. Und du hast Spaß dran. Das eben. Ja. Ich kann dann auch zurückschauen und sagen, okay, das, was ich dann in den Momenten erreicht habe, das war jetzt nicht schlecht. Mhm. Und das zieht sich bei mir eigentlich übers komplette Leben. Mhm. Sei das im Geschäftlichen, sei das im Privaten. Das ist so ein Credo, nach dem lebe ich sehr, sehr stark. Ja, dann geht es auch weiter. Eben. Ja, auch auf emotionaler Ebene. Eben, das ist genau das, worum es mir dabei geht. Mhm. Fällt dir die Verantwortung leicht, die du hast? Mal so, mal so. Auch das ist immer so die Frage, je nachdem, welche Entscheidung man treffen muss. Also wenn man da irgendwo eine Entscheidung Richtung Benefit für Mitarbeiter trifft, dann fällt es mir leicht, wenn man eine harte Entscheidung treffen muss. Und die danach entsprechend erklären muss, dann ist das auch öfter mal schwer, wo man dann eine nicht so lange Nacht hat. Aber insgesamt komme ich damit gut klar. Mhm. Bist du da mehr im Kopf unterwegs oder hast du auch oder mehr emotional? Also beides tatsächlich. Es sind viele Dinge. Das Emotionale bedient dann ein bisschen das andere. Ja, erstmal das Fakten sammeln und abwägen und dann das Emotionale entscheiden. Das ist gerade auch, wenn man sagt, okay, jetzt muss man ein Produkt abkündigen oder sowas. Das ist, und wenn da so ein bisschen Herz dran hing, ja, okay. Und jetzt kenne ich den einen oder anderen Monteur auch ein bisschen länger oder war mit dem einen oder anderen Servicetechniker auf der Straße und das wird tatsächlich lustigerweise richtig emotional. Also was heißt lustigerweise? Aber es wird wirklich emotional, weil nicht umsonst der ein oder andere bezeichnet sein Produkt dann auch, das ist mein Baby. Und erklärt dir auch, warum ihr so viele Jubiläen hier habt. Ne? Also ich meine, wenn man sich nicht mit dem Produkt identifiziert, ist wahrscheinlich die Absprungrate oder die Entscheidung, ich arbeite jetzt mal woanders, höher. Und wenn man aber so tief drin ist, absolut. Und das Produkt liebt und zu 100% versteht, dann ist das schon etwas, was man nicht missen möchte. Also es ist ja jetzt gerade, wenn man auch bei uns Produktmanagement schaut, diejenigen, die ihre Produkte dann betreuen, die sind ja weltweit bekannt wie bunte Hunde. Die sind ja überall unterwegs und kämpfen dann auch für das Verständnis von dem, was man dann am Ende da sieht und in der Diagnostik selber. Also was wir halt natürlich haben, ist, unsere Geräte sind sehr, sehr beratungsintensiv. Das heißt, dass die eine Sache ist, die Messtechnik herzustellen, die andere Sache ist es aber wirklich am Ende dem Kunden das zu erklären, dass sie dann auch entsprechend richtig diagnostizieren können oder halt auch die richtigen Entscheidungen für sich selber treffen, wenn es dann um eine OP-Planung geht und so weiter. Und das ist ein unermüdlicher Kampf von allen Leuten, die mit dabei sind, sei es die Entwicklung, sei es die Produktmanager, sei es ein Servicetechniker oder ein Außendienstler, dass das an der Stelle
ein Riesenteam und auch das Marketing, ganz klar, die Messages, die Kampagnen, die wir da starten, die zielen dann immer drauf ab. Und sei es mal provokativ oder wie auch immer, aber es zielt immer so drauf ab, dass sie nachfragen. Und am Ende dann auch mit einem Aha-Erlebnis aus solchen Meetings rausgehen. Aber ich verstehe total, dass sie diese Detailtiefe oder diese Fertigungstiefe braucht, weil ich habe mal so eine Augenoperation fotografiert und da ist schon wahnsinnig detailliert und da geht es halt ums Augenlicht. Ja, und wenn man da Dinge den Zufall überlässt, ich weiß ja nicht, dann hat man vielleicht ein bisschen zu tief geschnitten, ja? Oder die Intraokularlinse, das ist ja, wenn die irgendwie hakt, ja, ist dann auch nicht so cool. Sie muss ja am Ende verhakt werden, aber das ist es halt schon so, wenn man dann dem einen oder anderen erklärt, wie so eine OP abläuft. Das hat so ein Geschmäckle, wenn das am Auge ist. Das ist halt irgendwo mein Fenster zur Welt. Und das ist der wichtigste Sinnesorgan, den der Mensch besitzt. Und da wird jeder empfindlich. Also, und das Riesenproblem ist, wenn ich da was habe, das tut selten weh. Eigentlich nie. Und es sei denn, ich habe dann einen Stahlspan im Auge oder sowas, das hab ich mal gehabt, das tut dann auch weh, aber insgesamt, wenn das Augenlicht schlechter wird, ich gewöhne mich da irgendwo dran, oder wenn ich einen Ausfall habe, ich kriege das nicht mit, weil meine Augen liefern mir zwei Bilder, die werden übereinander gelegt, das wird einfach aufgefüllt und ich kriege überhaupt nicht mit, dass ich da was habe. Und wenn das dann letzten Endes zu spät diagnostiziert oder erkannt wird, dann habe ich gegebenenfalls auch ein Thema. Und wir haben dann ein Riesenproblem damit, dass wir viel zu selten eigentlich dann die Leute, die es wirklich brauchen, vor so einem Gerät haben. Ich habe mal zu lange beim Schweißen gefilmt und dachte, es hieß immer, guck nicht rein, aber ich hab nicht reingeguckt, aber ich habe in die Kamera geguckt. Das Problem war, dass die Augen trotzdem erwischt wurden, seitlich. Also es kommt nicht drauf an, wo man hinguckt, sondern ob das Auge an sich dem ausgesetzt ist. Also das waren Schmerzen, muss ich sagen. Schweißen ist also prädestiniert. Bei mir ist das, im Stahlspan war auch beim Schweißen trotz Schutzbrille, lustigerweise. Ach krass, okay. Ah, also da ist irgendwie noch so an einem kleinen Spalt irgendwie ein Span reingekommen. Und wenn man mal so eine Kornea-Fräse erlebt, also Kornea ist die Hornhaut, und das dann wirklich einfach wie so eine spitze Nadel, die dann reingeht. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so cool. Nee. Das ist schon so, aber Schweißen ist prädestiniert, also da wirklich auf die Augen Acht geben, weil ich habe nur ein paar davon. Das muss bis Lebensende halten. Ja, ich hätte das niemals gedacht, vor allen Dingen, es kam so verspätet. Ich habe auch immer nur gemerkt, ich habe so eine raue Haut und dann habe ich eine Verbrennung. Ja, wie Sonnenbrand im Endeffekt. Das war das Erste, was ich gespürt habe, und dann abends einmal konnte ich meine Augen nicht mehr öffnen. Es hat wie Sand war es drin. Habe ich meinen Augenarzt auch angerufen auf dem Handy, habe gesagt, sag mal, was ist denn das? Da wird man schnell panisch, ne? Ja, wahnsinnig panisch, ja. Ich habe gesagt, ich bin blind, ich konnte nicht meine Augen öffnen. Ja. Und dann hat er nur gesagt, Ibo, schlafen legen. Morgen ist vorbei. So war es dann auch. Ja, aber dieser Moment, wenn man auf einmal nicht mehr die Augen aufmachen kann, das war schon krass. Ja. Das ist aber genau dann der Punkt. Also wenn man dann irgendwann merkt, okay, dann ich habe jetzt wirklich was und das ich registriere jetzt für mich selber, da ist was. Und es ist leider oft vielleicht auch spät. Und bei dem einen oder anderen kann man aber auch noch was machen. Also ich meine jetzt gerade bei einer Katarakt-OP ist die häufigste OP der Welt, wenn dann die Linse irgendwann trüb wird. Die wird entfernt, dann wird eine Intraokularlinse eingesetzt und man schaut ja wie durch Milchglas und man sieht gar nichts. Ja. Und einen Tag später kann ich raus und sehe wieder. Das ist verrückt. Ja. Also das ist so, das, was die Ärzte dann berichten, das ist immer sehr, sehr emotional. Ja. Weil je nachdem, wie lange ich dann zugewartet habe, dann und auf einmal sehe ich wieder was, das ist schon spannend. Und das treibt ja auch dann an, ne? Also auch vor allen Dingen euch. Das ist eine der Sachen, die wir auch generell in der Branche relativ häufig hören. Das heißt, der Optiker, der auch mit einer Brille dafür sorgt, dass Menschen besser sehen können. Gibt es einige Videos mit Kleinkindern, die ganz schlechte Augen haben und kriegen auf einmal eine Brille auf und sehen zum ersten Mal ihre Mama. Unfassbar emotional auf einmal, weil die Kinder so überrascht sind, weil die haben ja nie anders sehen können. Also Wahnsinn. Und das ist eine tolle Motivation, dass man sagt, wir haben hier wirklich einen Beitrag, den wir gesellschaftlich leisten können. Das ist ja genau das, was ich damit auch immer so ein bisschen forciere, wenn man hier Mitarbeiter neu anstellen will. Ihr sorgt alle im Endeffekt dafür, dass Leute besser sehen können. Das ist die Aufgabe, die wir an der Stelle haben. Und das motiviert immens. Wenn du jemanden gerne kennenlernen möchtest, eine Persönlichkeit, wer wäre das?
weiß nicht, da fallen mir relativ viele an. So spontan hätte ich tatsächlich gesagt, ich hätte gerne mal mich mit der Queen unterhalten. Das war irgendwie eine Person, die unheimlich viel erlebt, gesehen und trotzdem noch so einen Humor gehabt hat. Also das hat mich schon mal interessiert, so als Mensch, wie die war. Was ich immer so bemerkenswert finde, wenn man wirklich so die 80, 70, 80, 90 oder 100 Jahre erreicht. Ich meine, ich kann jetzt nur auf ein paar Jahre zurückblicken und ist ja schon so viel passiert. Mhm. Und so viele Dinge, ich meine, du bist ja auch 85, 86er Bauer, 85er. Ich meine, wir sind ja total behütet irgendwie auch aufgewachsen. Total. Ja, also was war bei uns? Mauerfall? Ja, aber den haben wir nicht mitgekriegt, waren wir zu klein. aber danach, was war da groß? Ja, Corona ist jetzt, glaube ich, die erste krasse Konfrontation, die wir miterleben. Ja, die so auch Einschränkungen hat auf das eigene richtig. Leben. Also ja. Auch mal wieder gesagt, wir sind im Luxus groß geworden. Und die Generation, die vor uns da war, ich sage das auch immer wieder zu Leuten, die bei uns durch die Firma laufen und mich dann auf Automation und sowas ansprechen, denke ich immer wieder, naja, wenn die Generation, die vor uns die Geschicke gelenkt hat, die haben jegliche Arbeit gemacht. Mhm. Die waren wertschöpfend unterwegs und die waren pünktlich. Das war eine andere Moral, die dahinter stand, weil die einfach wissen, was es heißt, ein Land aufzubauen oder was es heißt, mal nichts zu haben. Ja, glaube ich auch. Hast du Hobbys? Ja. Welche? Ich bin Triathlet. Also, echt jetzt? Ja. Ich bin. Also Schwimmen, Laufen? Schwimmen, Radfahren, Laufen. Brutal. Ja, lange Distanz. Also 3,8 Schwimmen. Gibt es da diesen Ironman oder? Ich habe letztes Jahr 2 Ironmans gemacht, ja. In Frankfurt und in Florida. Ja. Aber da brauchst du ja eine Wahnsinnsdisziplin, oder? Ja, dadurch habe ich Disziplin gelernt. Das ist der Witz bei der Geschichte. Also das ist, jeder, der Marathon läuft oder der Langstrecke macht, der kommt irgendwann an einen Punkt, wo der Körper nicht mehr kann. Und da muss der Kopf arbeiten, da muss das Mindset da sein und zu sagen, und jetzt gehe ich hier drüber. Und Triathlon ist am Ende wirklich mehr eine Art Lebensstil, als dass das einfach nur so eine Art Hobby ist. So, ich spiele Badminton, habe ich früher mal gemacht, aber jetzt ist es halt, ich bin Triathlet. Das ist halt wirklich was, ich stehe morgens früh, sehr, sehr früh auf. Ich muss das ja mit dem, was ich hier mache, auch noch verknuspern irgendwo. Das heißt dann das passiert dann tatsächlich schon in einer hohen Trainingsphase, dann vor dem Frühstück laufe ich einen Halbmarathon. Ich habe gar nicht mehr so viele Fragen. Eine, die mich interessiert, ich meine, du bist auch noch nicht so alt, ja. Aber was würdest du anderen Jungen auf den Weg geben? Mit Jungen meine ich vielleicht die vor der Entscheidung stehen, ins Unternehmertum oder in den Familienbetrieb einzusteigen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ein Tipp oder ein Gedanke? Ja, wichtig ist, dass man auf sich selber hört. Und auch dann vor allem ehrlich zu sich selber ist. Also wenn ich dann nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich dahinter stehe und das auch wirklich will, dann macht es auch nicht so viel Sinn. Also wirklich, da muss man für brennen. Und auch da gibt es immer wieder Momente, wo man sich selber zweifelt. Und da muss man dann genau mit sich selber kämpfen und dann drüber gehen. Also das ist entscheidend. Mhm. Und da wahrscheinlich auch mehr Bauch auf den Bauch hören, ne? Das ist immer wichtig. Ja. Beste Kompass, den man hat. Ja. Was ist für dich Risiko? Risiko ist für mich letzten Endes das, was ich bei dem einen oder anderen eingehen muss. Also das ist ja nicht alles, was wir an der Entwicklung machen, was wir selber für uns entscheiden. Zum Beispiel ist jetzt wird im Markt angenommen. Das ist ein Risiko, was wir dabei gehen müssen. Gerade wenn man jetzt hier unser Hauptprodukt, die Pentacam, nimmt. Mein Vater hat das damals noch erzählt. Die haben mir gedacht, er spinnt, weil er erzählt hat, was sie da vorhaben. Und wenn das vielleicht 10, 20 Geräte im Jahr sind, dann ist es gut. Mittlerweile sind wir bei 1000 Geräten im Jahr. Verrückt. Hätte keiner mitgerechnet an der Stelle. Und das ist ein Risiko, was man halt einfach gehen muss und an ein Produkt zu glauben hat. Und wenn man da weiß, okay, wir haben eine Technologie, die bringt uns was. Die bringt uns wirklich weiter, dieses Risiko. Das ist schon so was, das muss man abwägen, aber das muss man teilweise auch einfach mal gehen. Mein Vater hat das vorgemacht, mal gucken, was mein Bruder und ich dann noch machen dürfen. Aber ist auch spannend, ne? Das total, total. Dann war das auch vor der Zeit, wo es eigentlich gebraucht wird, das Gerät, ne? Ja, wir haben halt mit den Geräten Sachen sichtbar gemacht, die man vorher nicht sichtbar machen konnte in der Stelle. Also, oder auch von der Analyse her.
das war halt am Ende wirklich, also teilweise, wenn man dann vor Geräten saß, oder auch das Corvis ist ein Gerät. Ist das mit wie eine Achsgeschichte? Nee, das ist die AXL, die kann die Achslänge an und für sich messen. Sonst haben wir noch den, steht gerade nicht hier, den Myopia Master, der halt also Myopie-Progression bei Kindern betrachtet. Also das ist auch eine ganz, ganz entscheidende Sache, die Baulänge des Auges, die dabei betrachtet werden muss, weil das Auge ist, ja, Wachstum, es wächst halt, bis ich 19 Jahre alt bin. Und da habe ich aber noch Einflussmöglichkeiten. Das heißt also, diese normale Körperhaltung junger Menschen ist ja halt diese hier. Richtig. Muss ich dann das Handy dazu vorstellen. Oder die. Oder das, genau. Das heißt also, das ist genau das. Will auch nicht immer jeder hören, aber das sorgt halt tatsächlich dafür, dass Jugendliche und immer schlechtere und Augen haben und kurzsichtiger sind. Dafür brauche ich die Achslänge, um das genau messen zu können. Und da kann man aber auch Follow-up-mäßig dann schauen, wenn ich sage, hier mehr im Freien, ein bisschen mehr in die Ferne schauen, Sonnenlicht oder auch spezielle Brillengläser oder Worst Case dann auch noch Medikation, dass man das, was ich dann halt mache, dass man dann schaut, bringt das was oder nichts. Das sind so die, also wirklich auch Beratungstools, die da mit drin sind. Ja, okay. Und okay. Aber teilweise hatten wir, also beim Corvis haben wir eine Highspeed-Kamera drin gehabt, haben die drin, die dafür sorgt, dass ich mit, also wir gehen mit einem Luftimpuls aufs Auge und haben dann mit einer Highspeed-Kamera diesen kompletten Prozess sichtbar gemacht. Das hat man vorher nicht gesehen. Es ging darum, den Augeninnendruck zu messen. Dadurch, dass man aber jetzt sieht, wie sich so eine Hornhaut beim Auge verhält, während man mit so einem Luftimpuls da drauf geht, okay. Das saß man am Anfang auch erstmal da so, was machen wir damit? Ja. Und das dann, ich meine, jetzt mittlerweile können wir dazu biomechanische Eigenschaften erschließen. Da haben wir auch einen, der sehr für sein Produkt brennt. Ist total gigantisch dann auch zu sehen, was der da in den letzten Jahren eigentlich weltweit mit erreicht hat, mit den Erkenntnissen, die man aus diesen Geräten gezogen hat. Das entwickelt sich ja immer weiter. Die erste Pentacam ist 20 Jahre alt, heute noch im Einsatz. Und die neueste Generation, die ist in der Pipeline für Ende des Jahres irgendwo. Schauen wir mal, dass wir da auch wieder weiterkommen. Wie mein Vater schon gesagt hat, Stillstand bedeutet Rückschritt. Geht weiter. Geil. Letzter Satz, letzte Frage. Ja. Was bedeutet für dich Sicherheit? Ja, wie kann ich sie herstellen? Das ist für mich an der Stelle entscheidend. Aber die Sicherheit, nur bis zu einem gewissen Grad habe ich die, aber bis zu einem gewissen Grad habe ich auch immer Unsicherheit. Das heißt, ich versuche eigentlich, dass der Grad für Sicherheit hoch ist, aber garantieren kann ich es halt nicht. Also wer hätte am Anfang von Corona sagen können, wie die nächsten Jahre werden? Relativ schwierig. Das heißt also, da war dann entscheidend, die Sicherheit unseren Mitarbeitern zu geben, dass der Job bleibt. Und ja. Das ist ganz entscheidend. Matthias, vielen Dank. Danke, Johannes. War super spannend. Gell? Gell? Man merkt, dass es so. Hier in Hessen ist. Wir sind hier in Hessen. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Video sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account @thehiddenchamp, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Champion.